und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin gerade bei Pick und Mandy und ich habe mir überlegt, dass ich heute einen kompletten Schneealltag drehe, weil ich bin eben aufgestanden und wir haben so viel Schnee bekommen, was ja bei uns eigentlich eher selten vorkommt, dass wir überhaupt mal Schnee haben. Und deswegen werde ich heute einen Schneealltag drehen und ich freue mich richtig. Und ich bin jetzt gerade bei Pick und Mandy, machen jetzt erst Bilder. Und dann heute Mittag geht es auch noch zur Fontana. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Hier ist das Mandy und schauen wir mal, was wir für Schnee bekommen haben. Richtig schön. Hallo Pekobub. Du hast gerade gefressen, gelle. Sogar noch ein bisschen was da. Guck mal, die sind richtig eingeschneit, die zwei. Wie süß. Das Mandy, ich bin gerade dezent überbelichtet, aber hier ist das Mandy, da drüben. Ist der Pico irgendwo in die andere Richtung? Da. Und wie gesagt, ich rüste jetzt meine Cam und dann geht's los. Das Mini habe ich auch eine Möhre. Bitteschön. Pico, komm mal her. Komm mal her. Guck mal. Kommst du her? Guck mal. Mein Arm ist nicht so lang. Bitteschön. So, und ich werde jetzt mal meine Cam rüsten und dann geht's los. Die zwei süßen Mäuse. Aber die haben hier vorne haben sie schon richtig viel zertrampelt. Und hier sieht man die Laufspuren. Aber richtig schön. Zwei Ponys. So, ich bin jetzt bei Pico und Mandy fertig. Und ich hoffe, dass ein paar schöne Bilder dabei waren. Weil die sind halt auch immer so, die wollen immer zur Kamera. Und da gibt das nur Nasenbilder. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob schöne Bilder dabei sind. Und jetzt fahre ich erstmal nach Hause und gibt es Essen und dann fahre ich später zu Fontana und ich denke mal, dass ich einen schönen Schneeausritt machen werde. Wer da schon über die Boxentür schaut. Hallo Fontani. Wir gehen jetzt eine Runde ins Gelände. So, ich bin jetzt bei der Fontana. Wir sind jetzt schon in Tour. Die ist richtig gaga heute mal wieder. Wie eigentlich jedes Mal. Und wir gehen jetzt mal eine schöne Runde und bei uns ist richtig schön Schnee und ja, machen wir uns mal eine schöne Schrittrunde, beziehungsweise werden wir vielleicht auch mal, wenn es geht, ein bisschen Drama, aber sonst gehen wir halt nur eine schöne Schrittrunde. Leute, guckt euch doch mal bitte an, wie geil das hier bei uns im Wald ist. Es ist so schön. Die Fontana schnaubt gerade voll, weil wir getrabt sind berghoch. Eine lange Strecke. Und aber schaut mal bitte, wie schön, oder? Also ich finde es gerade traumhaft. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht im Weg verirre, weil die ganzen Wege zugeschneit sind, sondern dass ich auch jetzt den richtigen Weg finde zum Stall. So, einmal durch. Die Blätter durch. Okay, es ist alles zugeschneit. Ich hoffe nur, dass ich den Weg wieder finde. Wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen eingeschneit. Aber ja. Ich hoffe wirklich, dass ich den Weg finde. Naja, ich werde mich bemühen und hier ist überall, schau mal, die Bäume sind überall schon richtig gebogen, weil der ganze Schnee da drauf ist und es sieht so schön aus. So, jetzt müssen wir rechts, weil anders geht's denn. Achtung, Ducken! Wir haben gerade eine Schneeladung abgekriegt.
Ah, hier ist der Hauptweg. Und jetzt müssen wir links. Fontana, links. Links. Super. Und es ist so schön. Oh mein Gott. Oh, Leute, wir sind eingeschneit. Oh, oh, Scheiße. Von da, da. Ah! Scheiße. Ah! Oh, nein. Was war das denn gerade? Warum läufst du denn da mitten durch? Oh, von da, nicht. Scheiße. Ups, größter Fail. Übrigens sind wir jetzt gerade schon bei, was hast du denn vor? Sind wir jetzt gerade schon bei 7 Minuten Trab und wir sollen bis 10 und dann schaut der Tierarzt nochmal drüber und dann dürfen wir vielleicht sogar schon galoppieren und Fontana darf wieder zu den anderen auf die Koppel. Da würde ich mich natürlich richtig drüber freuen. Was war's? Was macht sie denn? Willst du ein Trüffelschneepferd sein? Ja, willst du ein Trüffelschneepferd sein? Und hier auch unser Tannenwald richtig schön. Und auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was der Tierarzt dann das nächste Mal sagt. Seht ihr das? Heute waren schon mehr Leute im Gelände, außer ich. Da vorne ist sogar auch schon was umgefallen. Aber jetzt geht's links. Links von Hanna, du kennst den Weg. Bitte links, komm. Links, jawohl. Links, nicht geradeaus. Links. Danke. Ja, den Baumstamm hier meinte ich. Achtung! Super. Normalerweise springen wir da immer drüber, aber das geht jetzt leider nicht. Und hier, das ist übrigens unser richtig schöner Tannenwald. Den habe ich euch auch schon in der Abendroutine gezeigt. Jetzt seht ihr ihn mit Schnee. Und das ist wirklich, also der Weg hier, den mag ich auch richtig gerne. Weil der einfach so richtig idyllisch ist. Oh mein Gott, das sieht so schön aus.
Leute, jetzt kann ich euch kurz zeigen, warum die Vogelhausrunde Vogelhausrunde heißt. Und zwar, weil hier vorne an der Abzweigung so eine Tischkombination ist und da steht dieses Vogelhäuschen. Ich finde das immer so cool im Schnee, weil man immer schon sehen kann, wie viele Leute hier gelaufen sind. Und eine Schlittenspur sehe ich auch schon. Also es ist echt richtig cool. Und der Schnee fällt schon wieder runter. Wir sind schon wieder eingeschneit. Läuft bei uns Fontani. Da auch in ihrer Mähne. Oh, aber es sieht so toll aus, wirklich. Hanna ist wieder alles nur am Glotzen. Im Moment überhaupt keinen Bock, nix und wieder nix. Aber naja. So ein tolles Wetter. Ich kann es nur oft genug sagen. Vor allem, ihr denkt wahrscheinlich jetzt so, was ist mit der? Aber das letzte Mal, wo wir so viel Schnee hatten, ist bestimmt schon 4-5 Jahre her, wenn ich mich nicht täusche. Also letztes Jahr hatten wir vielleicht nur mal einen Tag oder so Schnee. Also es ist wirklich seit langem, dass wir mal so viel Schnee haben. Echt. Aber es ist richtig schön. Das ist eine Grenzungsteinfontane. Ja, das ist schon echt richtig viel für unsere Verhältnisse. So Leute, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Ausfahrtvideos oder so sehen möchtet, schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Beziehungsweise könnt ihr auch mir all eure Videowünsche in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und von Hanna und ich, wir verabschieden uns jetzt. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über dein Abo würde ich mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!